die Dorfkirche von Schönfelde zwischen Müncheberg und Fürstenwalde im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vom damaligen Lehnsmann Ritter Reinhard von Strehlen als turmlose Saalkirche erbaut. Zum Bau wurden behauene Feldsteine verwendet. 1686 erfolgte ein erster Umbau. Ab 1715 wurde die Kirche barock umgebaut und erhielt einen verputzten Dachturm über dem Westgiebel. Die mittelalterlichen Fenster wurden barock vergrößert. Auf der Nordseite wurde eine Fachwerkvorhalle errichtet. Bei diesen Bauarbeiten wurden auch rote Backsteine verwendet. Die im 18. Jahrhundert zugemauerte Priesterpforte auf der Südseite. Die Kirche steht auf dem von einer Feldsteinmauer umgebenen Kirchhof, der bis heute als Friedhof genutzt wird. Auf dem Friedhof findet man Erd- und Urnengräber aus der heutigen Zeit sowie einige historische Gräber und Grabdenkmale. Teils ist der Friedhof mit seinem schönen Baumbestand sehr gepflegt. Teils macht er im nördlichen Teil einen wildromantischen Eindruck, der aber auch seinen Charme hat. Im nordwestlichen Teil befindet sich eine kleine Kriegsgräberstätte, wo 12 unbekannte deutsche Soldaten, die im April 1945 während der sowjetischen Offensive auf Berlin in und um Schönfelde gefallen sind, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.